Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing der Doc Morris für dich Box. Woo! Ja, ich habe sie tatsächlich ergattern können. Es gab sie wieder und ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt zuschlagen. Die Box ist eine gute Frage. Wie viel hat die gekostet? Muss ich schnell gucken. Genau, die Box hat einmal 14,99 € gekostet und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Denn ich habe auf jeden Fall eine Verlosung für euch. Seid gespannt. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut natürlich oben in der Infobox vorbei. Entweder hier oder hier. Bin ich mir nicht sicher bei der Kamera. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele auch verlinkt. Das Muttertags-Gewinnspiel dürfte noch online und das aktuelle online sein und das aktuelle Boxen-Gewinnspiel und jetzt dann auch dieses Gewinnspiel. Was es geben wird, erfahrt ihr aber erst zum Schluss. So, wir machen die Box einmal auf. Ich stelle sie zur Seite und dann nehmen wir ein Produkt nach dem anderen raus. Für euch zur Info, warum ich dieses Format gewählt habe, weil mein Mann gerade nicht da ist, dass er die Kamera aufstellen könnte und ich die Box so schnell wie möglich online bringen wollte. Die ist jetzt am Samstag gekommen. Das heißt, ja, da konnte ich sie leider nicht mehr... Hier stehen die ganzen Produkte auf dem Drumherum-Dingens drauf. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Genau, zeige ich euch aber natürlich noch nicht. Genau, die ist am Samstag gekommen, aber da kommt ja bei mir kein Video mehr online, beziehungsweise da kommt dann bloß noch der Vlog online und deswegen mache ich jetzt dieses Format, dass ihr es jetzt so schnell wie möglich habt. So, wir machen einmal auf. Das kann ich euch ja noch zeigen, weil da sieht man ja nicht viel. Da sieht man ja das. Das erste, was wir hier haben, ist einmal ein Heftchen. Und zwar haben wir, ach ja, da sind Buben drin, deswegen. Haben wir einmal von For You Eiweiß Power plus Granitin, Vitamine und Mineralstoffe. Und zwar haben wir hier den Geschmack Chocolate Noir. Eine Portion ist auf jeden Fall mein Geschmack. Also hier ist eine Portion hier drin. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Bin ich mega gespannt drauf. Finde ich sehr interessant. Gucken wir mal, ob das hier auch drin steht. Nein, da steht tatsächlich... Doch, hier steht es. Ach ja, ich zeige euch noch schnell den, weil der auch gleich mit da steht, beziehungsweise der dazugehört. Und zwar haben wir auch noch eine Sorte Vanille. Und da muss ich gucken. Ich glaube, dass ich das in die Verlosung reinpacken werde. Also in die Boxenverlosung, nicht in die Verlosung von diesem Video. Das werde ich in die Boxenverlosung packen, weil ich habe es tatsächlich nicht mit Vanille. Und bei mir wird das nur schlechter und das wäre schade. Proteinreich, sättigend und Immunsystem, oder? Das ist das Gleiche, ja. Genau. Also ich denke mal, dass da an sich die gleichen in Vitamine und so drin sind. Wir lesen mal. Eiweißshake for you, Sample, Vanille und Schoko 30 Gramm. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, steht da noch mit da. Okay, das lese ich jetzt nicht vor, das wissen wir. For you, 4 Komponenten Eiweißpower mit Vitaminen als Sportnahrung und Training, Nahrungsergänzungsmittel geeignet. Gut löslich sowie leicht verdaulich. Das Fitnesspulver punktet vor allem durch einen Proteinanteil von 80% und setzt sich aus 4 hochwertigen Eiweißkomponenten zusammen. For you, Eiweißpower Proteinmischung ist geeignet für Sportler und Menschen, die sich eiweißreich und gesund ernähren. Genau, und die Vanillepackung würde UVP 60,99 € kosten und bei Doc Morris gibt es eine Ersparnis von 23% und man zahlt bloß noch 26,99 € dafür, was auch noch sehr teuer ist, finde ich. 46,99 €, was auch noch sehr teuer ist. Und dann einmal die Schoko, kostet normalerweise 60,99 €, gibt es aber 25% bei Doc Morris und man zahlt noch 45,69 €. Warum auch das immer weniger kostet, keine Ahnung. Ja, einmal die zwei Sachen. Wird auf jeden Fall einen Abnehmer finden. Die Schoko werde ich wahrscheinlich selber trinken und das andere dann wahrscheinlich in die Verlosung. Dann haben wir hier etwas Kleines und zwar schon wieder Blasenentzündung. Femalac. Was ist das? Ach, das kann man dann trinken, wenn man eine Blasenentzündung hat, oder wie? Demanose ist da drin und Lactobacillen. Ja, tut mir leid, ich lese das alles auf dem Kopf, deswegen. Genau, Lactobacillen, Femalac, das steht auch drin. Ein Stück, zweifach aktiv, einfach genial mit Femalac Bakterienblocker, können Sie wiederkehrende Blasenentzündungen unterstützend behandeln und Ihnen vorbeugen. Das wohlschmeckende Trinkkonzentrat mit innovativer Duo-Aktivformel mit Demanose und Lactobacillen kann Bakterien in der Blase blockieren und die Mikroflora im Intimbereich regulieren. Genau, und UVP mit 10 Stück. Ah ja, das Eiweißpulver wäre eine 750-Gramm Packung gewesen für den Preis. Für 10 Stück dieser Femalac-Packung würden UVP 20,96 € kosten und mit 39% auf Doc Morris nur noch 12,79 €. Werde ich auf jeden Fall probieren, wenn ich mal eine Blasenentzündung habe, finde ich jetzt nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Ab und zu habe ich tatsächlich Blasenentzündung. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Haben wir etwas Kleines hier. Das sieht ja mega süß aus. Was ist das? Alprimed Hydro Intensiv Lipid Schaumcreme mit hautverwandten Lipiden. Ist das eine Bodycreme? Nein, eine kleine Dosis ist das auf jeden Fall. Vielleicht ein Bodyschaum. Oh, ihr seht es gar nicht. Ich zeige es euch noch ein bisschen näher.
So sieht das Ganze aus. Ich lege es dann nochmal hier hin, damit ich es euch vorlesen kann. Genau, Alpremet Hydrolipid Schamcreme Intensivpflege, 15 Milliliter müssten das sein. Ja, genau, sind auch 15 Milliliter. Will leider nicht liegen bleiben. Die Alpremet Hydrolipid Schamcreme Intensiv wurde zur speziellen Anwendung bei sehr trockener und schuppiger Haut entwickelt. Alpremet Hydro spendet intensive Feuchtigkeit, beruhigt die juckende Haut und lindert Schuppen. 10% Urea, Squalan und Shea Butter spenden Feuchtigkeit und machen die Haut geschmeidiger. Biomimetische hautverwandte Lipide schließen die Lücken in der Hautbarriere trockener, rissiger Haut und fördern die hauteigene Regeneration durch den Verzicht auf Duft, Farb und Konservierungsstoffen. Ist sie besonders geeignet für Menschen mit Hautallergien? Genau. Und UVP würde die 100 Milliliter da kosten 11,95 Euro minus 26% auf Doc Morris für 8,79 Euro zu haben. Kann man auf jeden Fall brauchen. So eine schöne Reisegröße. So eine schöne Reisegröße für unterwegs, finde ich. Dann haben wir etwas, was mich sehr freut. Und die sieht ja auch mega schön aus. Oh, seht euch das an. Ist die nicht schön? Ist die nicht schön? Von Primavera Organic Skincare Alles Liebe Sweet Love Handcreme. Oh, die sieht ja schön aus. Die sieht ja echt schön aus. Lege ich wieder hier hin, damit ich es euch vorlesen kann. Alles Liebe Handcreme, 50 Milliliter. Ja, stimmt. Die hautberuhigende Handcreme Alles Liebe pflegt die Hände mit naturreiner Biopflanzenkraft. Ihre rosig-leichte Rezeptur schmeichelt den Händen und verwöhnt sie mit einer sinnlichen Komposition aus Bio-Mandelöl, Bio-Capuacu-Butter und Bio-Macadamianusöl. Sie schützt und pflegt die Haut dabei langanhaltend und ist ein Geschenk purer Wertschätzung. Liebevoll in die Hände massiert, beruhigt sie die Haut und schenkt dir einen Wohlfühlmoment mit dir selbst. Mit ihrem stimmungsgebenden Duft von Orange, Mandarine, hört sich toll an, Orange, Mandarine, Vanille und Neroli, streichelt sie dabei Haut, Sinne und Seele. UVP würde die 10 Euro kosten, minus 20% Ersparnis bei Doc Morris 7,99 Euro. Ja, die sieht auch echt mega schön aus. Die werde ich mir auf jeden Fall für die Arbeit aufheben. Mega schön, mega schön. Dann haben wir noch eine Tube. Und zwar von Eva Sid Fußbalsam. Spendet Feuchtigkeit, erfrischt die Füße, desodoriert, pflegt und belebt. Finde ich tatsächlich toll, weil ich finde, dass so Fußsachen relativ selten in so Boxen drin sind und ich da auch nicht viel habe. Ich verwende gerade die von, wie heißt's? O'Keefe's? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die ist mega. Und da werde ich die auf jeden Fall als nächstes testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar Eva Sid Fußbalsam 75 Milliliter. Dürften das normal auch sein. Das ist relativ viel. Ja, 75 Milliliter. Stimmt. Der Eva Sid Classic Fußbalsam pflegt und belebt auf natürliche Weise gesunde und schöne Füße. Der Balsam wird zur täglichen Pflege bei trockener Haut und vor oder nach einem langen Tag angewendet. Spendet wohltuende Feuchtigkeit mit den Inhaltsstoffen Jojobaöl, Beinwellextrakt und Kamillenextrakt. Genau. Und kostet, das finde ich tatsächlich okay, UVP 2,95 € und mit 16% Ersparnis würde es bei Doc Morris 2,49 € kosten. Das finde ich toll. Das ist tatsächlich was ich mir auch kaufen würde. Das ist nicht so teuer. Das war es aber noch lange nicht. Das waren jetzt eher die kleinen Produkte. Jetzt kommen die großen Produkte und ich sehe schon was. Ach, wie toll. Ach, wie toll. Die hatte ich ja auch noch nie. Da bin ich ja sehr gespannt, wie die sind. Von La Roche-Posay einmal die Hyalu-B5 Ampullen. Die kenne ich noch nicht gegen. Faltenverlust an Spannkraft, müde und fahle Haut. 7 Tage Faltenkur mit dermatologischen und Schönheitschirurgen entwickelt. Also das sind 7 Stück drin Ampullen. Mega, die sind auch bestimmt nicht billig von La Roche-Posay. Hyalu-B5 Ampullen, 7x 1,8 Milliliter. Hyalu-B5 Ampulle von La Roche-Posay sind effektive Ampullen mit Hyaluron, die ein Aufpolsterungseffekt auf die Haut haben. Die 7 Tage Antifaltenkur mit der Zeichen der Hautalterung. Gleichzeitig wirkt die Anti-Age-Pflege dem Verlust von Elastizität und Spannkraft entgegen. Die Formel mit Vitamin B5 stärkt und repariert die natürliche Schutzbarriere der Haut. Die Ampullen fürs Gesicht sind außerdem für empfindliche Haut geeignet. Genau, würde normalerweise, haltet euch fest, UVP 31,90 Euro kosten. Wahnsinn. Und dann minus 27% Ersparnis auf Doc Morris kosten sie noch, trotzdem noch stolze 23,39 Euro. Finde ich toll. Finde ich toll. Eines meiner Favoritenprodukte auf jeden Fall. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber so viel schlechter kann es jetzt nicht mehr werden. Es waren so viele tolle Produkte schon drin. Und da gucken wir jetzt weiter. Wir haben dann, ist das etwas Größeres, ja. Oh, okay, das bekomme ich noch nicht raus. Dann nehmen wir es das. Das kennen wir tatsächlich schon. Das hatten wir schon mal drin, aber tatsächlich in der Probegröße. Die große hier hatten wir noch nicht drin. Und zwar von Fema Fever Milchsäure Hyaluron Demanose Cranberry. Schützt und pflegt die Haut im äußeren Intimbereich. Mit Dosierspender. Also die hatten wir tatsächlich noch nicht drin. Habe ich auch tatsächlich noch nicht getestet. Fema Viva Gel 30 Milliliter. Die richtige und schonende Pflege des äußeren Intimbereiches ist entscheidend für das
Wohlbefinden und eine intakte Hautbarriere. Das Firma VivaGel wurde speziell für die empfindliche Haut im Intimbereich der Frau entwickelt und ist dazu gynäkologisch und dermatologisch getestet. Es enthält eine aufeinander abgestimmte Kombination wertvoller Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Demanose, Cranberry und Preiselbeere und Milchsäure. Also tatsächlich wahrscheinlich auch nicht schlecht bei Blasenentzündung, weil wenn da Cranberry drin ist, glaube ich, dass das für die Harnröhre auch gut ist, wenn die brennt. Also bei der Blasenentzündung. Firma VivaGel mildert das Trockenheitsgefühl der Haut im Intimbereich und bildet einen schützenden, beruhigenden und atmungsaktiven Film auf der empfindlichen Haut. So können Rötungen und Reizungen gemildert werden und die Haut kann sich erholen. Ich hatte bis jetzt keine Rötungen und Reizungen, deswegen habe ich es auch noch nicht verwendet. Vielleicht brauche ich sie irgendwann. Mal gucken. UVP kostet die 14,99 und minus 29% Ersparnis auf Doc Morris C69. Ja, ist auch nicht so billig, aber wenn das tatsächlich hilft, ich muss nur noch die Situation haben, wo ich sie testen kann. Und dann haben wir etwas Großes, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das sieht ja interessant aus. Und zwar haben wir hier einmal von Basica was. Für die körpereigene Energie. Ein Doppelwirkprinzip. Trink Granulat mit basischen Mineralstoffen. Kapseln mit hochdosiertem Mikronährstoffen für den Energiestoffwechsel. Bin ich jetzt gespannt, was da drin ist. Hochdosiert Vitamin B12. Ist da noch was anderes drin? Oder nur Vitamin B12? Kapseln leisten mit Vitamin B12, B6, B1, B2, Biotin und Kupfer einen Beitrag zu einem gesunden Energiestoffwechsel. Werde ich auf jeden Fall testen. Ich brauche aber gerade erst, ich habe Vitamin D abgenommen bekommen und der ist auf jeden Fall schlechter Wert, muss ich Vitamin D nehmen. Haben sie gesagt, 2 Wochen lang glaube ich 2000 und eine Woche lang 1000. Muss ich mal gucken, ob ich noch was hinten habe, muss ich endlich machen. Aber das ist auf jeden Fall Basica Energietrinkgranulat plus Kapseln 7 Stück. Vor großen körperlichen und psychischen Herausforderungen können wir unseren Körper und Geist dabei helfen, seine eigenen Kräfte zu nutzen. Vor diesem Hintergrund haben unsere Experten Basica Energie im Doppelsachet mit dem Doppelwirkprinzip entwickelt. Basische Trinkgranulat unterstützt mit Zink den normalen Säurebasenhaushalt und die Kapseln leisten mit Vitamin B12, B6, B1, B2, Biotin und Kupfer einen Beitrag zu einem gesunden Energiestoffwechsel. Genau, und diese Packung würde UVP 13,50 kosten und minus 30% Ersparnis 9,49 bei Doc Morris. Einmal eine große Packung, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich mag die kleinen Proben immer nicht so gerne, da habe ich lieber sowas. Ja, und dann sehe ich schon was, was Hammer ist und da werde ich gleich beides rausnehmen, weil es von derselben Marke ist und es ist so schön, dass beides drin ist. Das ist ja abartig. Das ist ja toll. Seht euch das mal an. Also wir hatten schon mal eins drin. Da konnte man eins von beiden haben. Jetzt sind da tatsächlich beide drin. Das ist ja der Hammer. Und zwar haben wir einmal Hyaluron-Gesichtscreme von, wie heißt das? Pasco heißt es. Einmal das Hyaluron-Gesichtsserum für Anwendung auf Gesicht und Hals, made in Germany. Bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht letztes Mal die Creme drin hatte. Da konnte man eine Creme oder ein Serum drin haben. Und einmal Hyaluron-Body-Serum. Tatsächlich das Passende für den Körper dazu. Das finde ich Hammer. Das finde ich mega. Wir lesen einmal, was hier drin steht. Pasco Hyaluron Body Serum. Ein Highlight dieses Pflegeprodukts ist eine exklusive Essenz aus 8 ausgewählten Pflanzenextrakten. Passionsblume, Ringelblume, Stiefmütterchen, Thymian, Enzian, Sonnenhut, Salbei und Hopfen. Das Body Serum verwöhnt die Haut mit pflegenden Inhaltsstoffen und unterstreicht die natürliche Strahlkraft der Haut. Es ist leichter als eine Bodylotion und hinterlässt keinen unangenehmen Film auf der Haut. Da freue ich mich. Ich hasse es nämlich, wenn ich einen Film auf der Haut habe. Alle Inhaltsstoffe sind zu 100% natürlichen Ursprungs. Das würde UVP 29,98 Kosten und minus 21% Ersparnis würde es auf Doc Morris trotzdem stolze 23,79 € kosten. Wirklich Hammer. Und dann den Pasco Hyaluron Gesichtscreme 50 ml, die Hyaluron Gesichtscreme. Ich hoffe, dass ich das Serum hatte, dann hätte ich jetzt natürlich die Reihe dazu. Vereint die vitalisierenden Eigenschaften von Hyaluron und sorgfältig ausgewählten natürlichen Inhaltsstoffen. Dadurch, dass der Inhaltsstoff Hyaluron in der Tagescreme in hochmolekulare und niedrigmolekulare Form vorliegt, profitiert die Haut zweifach. Alle Inhaltsstoffe sind zu 100% natürlich, genau. Und es würde UVP 23,98 kosten mit minus 17% Ersparnis auf Doc Morris 19,99. Ja, das war tatsächlich alles, was in der Sommer-Edition war. Wir gucken, dass wir nochmal alles hier drauf bekommen. Wir hatten einmal von Pasco diese 2 Sachen, also ist der Hammer. Tut mir leid, ist der Hammer. Kann schon gar nicht mehr besser werden. Dann hatten wir einmal diese Basica-Kapseln, dann einmal das Fema Viva. Dann einmal diese Hammer-Ampullen von La Roche-Posay. Tut mir leid, aber das ist wirklich der Hammer. Einmal der Fußbalsam, wo ich auch toll finde. Die wunderschöne Handcreme von Primavera. Einmal von Alprimed. Ich hoffe, ihr hört meinen Hund nicht im Hintergrund. Der schnarcht gerade ein bisschen. Alprimed diesen Schaum. Dann eine Probe von Fema-Lack und eben auch diese Proben von, seht ihr jetzt gar nicht mehr, diese Proben hier von diesem Eiweißdrink. Finde ich jetzt, die kriege ich jetzt leider nicht mehr drauf. Okay.
hier drunter vielleicht ein bisschen. Ist natürlich schöner, wenn ich alles hier drauf habe. Aber zählt euch das mal an. Jetzt gucken wir nochmal im Gesamten. 23,79 Euro. 19,99 Euro. Das sind jetzt schon 40 Euro auf jeden Fall. Und 15 Euro haben wir für die Box gezahlt. 10,69 Euro. 9,49 Euro. 23,39 Euro. Die rechne ich jetzt nicht nochmal mit dazu, aber die kosten auch ein bisschen was. Genauso wie das. Und das rechne ich jetzt auch nicht dazu. Das kostet 2,49 Euro und die kostet 7,99 Euro. Also, man sieht schon, ich brauche es euch nicht sagen. Der Hammer. Einfach der Hammer. Entschuldigung. Das ist so toll. Ich bin echt froh, dass ich die Box bestellt habe. Ich hätte sie tatsächlich fast nicht bestellt. Die war auch relativ schnell ausverkauft. Ich glaube, innerhalb von 8 Minuten. Es dürfte jetzt nochmal einen Termin geben. Den schreibe ich euch unten rein. Deswegen gucke ich auch, dass ich das Video so schnell wie möglich online bringe, dass ihr auch die Möglichkeit habt, die Box zu kaufen. Wirklich, ihr müsst schnell sein. 8 Minuten. Ich glaube, da könnte kommen, das schaffen innerhalb von 8 Minuten. Genau. Jetzt räume ich das alles weg, denn ich habe euch ja was versprochen. Für die, die die Box nicht ergattern, habe ich mir gedacht, ich kaufe die Box zweimal und habe tatsächlich eine Box für euch zur Verlosung. Eine Box, ihr seht auch, da ist das Plastiksiegel noch mit drauf, wirklich nur für euch. Für jemanden, der die Box unbedingt haben wollte und nicht erwischt hat, habe ich mir gedacht, ich hole noch eine dazu und verlose sie dann. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, in die Kommentare Hashtag Verlosung, Hashtag Doc Morris. Natürlich öffentlich, bitte öffentlich Abonnent meines Kanals sein, das soll für meine treuen Abonnenten sein. Und ja, und das war's. Tatsächlich. Also Daumen nach oben, Hashtag Verlosung, Hashtag Doc Morris, Abonnent meines Kanals sein, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, lasst einen Kommentar da, vor allem wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wie gesagt, hier oben sind auch die anderen Gewinnspiele noch verlinkt, also entweder hier oder hier in der Infobox. Das Muttertags-Gewinnspiel ist noch online und das Boxen-Gewinnspiel von diesem Monat. Würde mich freuen, wenn ihr da dann auch mitmacht, nachdem ihr natürlich bei dieser Verlosung mitgemacht habt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.